Aber warum bringt ihr zum Beispiel Kizomba durcheinander? Nicht mehr Kizomba, jetzt es ist Kis, Kis, Kis. Und dann Tarashinya, es ist jetzt Tarasho, Tarasha oder irgendwas. Tarasho, es ist eigentlich ein Verb. Wenn wir korrigieren in Portugiesisch, ich sage, eu tarasho, du tarashas, und dann geht es weiter. Also, bitte, versucht ihr auch, die anderen Kulturen zu respektieren, genau wie die anderen auch die anderen Kulturen respektieren. Ich frage mich auch immer wieder, also ich rege mich nicht auf, aber das ist die Realität, was wir sehen. Die Augen sehen, die Ohren hören. Es gibt keine Salsa Fusion. Das habe ich nie in meinem Leben gehört. Es gibt auch Salsa, keine Salsa Urban. Es gibt auch keine Bachata Urban. Es gibt auch keine Tango Urban. Es gibt auch keine Tango Fusion oder irgendwas. Aber ich frage mich immer wieder, warum haben die Welt von Kizomba jetzt entdeckt, einfach diese Kultur zu beschädigen, kaputt zu machen? Also, das ist nur, bitte denkt ihr dran. Also, keiner ist böse, was ihr macht. Ihr könnt machen, was ihr tanzt, was ihr auch von Musik mit eure DJs macht. Oder Mischung, was ihr macht, nimmt ihr ein Lied aus Amerika oder irgendwie und dann macht ihr eine Bitte von traditionellen Kizomba oder irgendwas, aber das ist keine Kizomba, weil der Feeling ist anders. Wenn man in Englisch singt, der Feeling ist anders. Das hat mit der Kizomba-Kultur nichts zu tun. Tut mir leid.